Oh! Wir haben einen Ort voll mit garstigen Orks entdeckt. Ich schnapp mir mal jetzt bewusst meine Militärzwerge, dass die den einen Ork ausräuchern, bevor die ganze Ork-Beute kommt. Guck mal nach meinem Jungzwerg. Der ist erst gerade mal Stufe 3. So. Der eine Ork war jetzt kein Problem. Der war auch nur Level 7 und ich habe eine ganze gute Zwergentruppe hier. So, ich mache das so, ich dezimiere die Orks direkt. Hey, das klappt wirklich verdammt gut, muss ich sagen. Tja, das sind halt richtige Elite-Zwerge. Die kann man nicht mehr wirklich besiegen. Also ich meine, dass das sind... Oh, hm? Kommt ihr wieder nicht mehr hoch, oder was? Kann dir mal einer aufwecken? Dass der was isst, bevor er stirbt. Wieso kommen die wieder nicht nach oben? Ah, erstmal das hier aus dem Weg räumen. So, da ist das da schon mal frei. Das da ist frei. Von hier aus kommen sie doch hier hoch. Und von hier aus kommen sie eigentlich hier hoch. Oh, die Leiter steht übrigens falsch. Und ich merke gerade, die Grünen sind noch immer die beiden Goblins. Gut, der hat was zu essen gekriegt. So. Weg mit der Kohlepfanne und da kommt jetzt eine Leiter hin. Ich glaube, ihr drei, ihr macht jetzt mal die Goblins da platt. So, damit die auch nicht mehr im Weg sind. Und mir irgendwann mal, wenn ich sie nicht gebrauchen kann, in den Rücken fallen. Gut. Das ist auch abgewendet. Die können jetzt zurück. Da wäre Obsidian. Da ist ein Ork-Anführer. Ja, mit so einem hatten wir schon mal das Vergnügen. Weißt du was, ich befördere dich gleich zum Militär. Schnappe dich und dich. Und baue mit dem ganzen Eisen, was ich habe. Baue ich hier frische Trainingspuppen auf. So. Ah, Übungspuppen gebaut. Sehr schön. Das gab ja auch noch ein Achievement. Sword. Ja, und bei dem habe ich irgendwie ungute Gefühle.
bei dem müsste ich eigentlich gucken, dass ich so schnell wie möglich die Jungs auf 15 kriege. Wenigstens die beiden. So, du wirst ein Speerwerfer. Und mit dem Drachenblut was mache. Ja, ich denke mal von hier. Geht's von hier aus oder muss ich noch tiefer? Mauerwerk brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gold auch nicht. Ich brauche nur eigentlich nur Drachenblut. 100 Stück. Habe ich hier oben eigentlich noch irgendwas Nettes, Wichtiges zum Ausgraben? Hier hätte ich auf jeden Fall noch mehr Drachenblut. Der Ork will zum Glück nichts. Was ich ausgraben kann, ist das Titan hier. Weil Titan brauchen wir garantiert noch. So wie das Titan und das Eisen hier. Am besten alle beide rein. Da ist auch noch Titan und Eisen. Ich habe 4 Bergarbeiter, also kann ich denen mal Beschäftigung geben. Während mein Militär hier trainiert. Was könnte ich denn dann nehmen? Offensivstrategien. Das sollte ich auf jeden Fall als nächstes freischalten. Oh, und ach ja. Mach am besten dann gleich den letzten Forschungstisch fertig. Und dann holen wir uns auch mal hier ein bisschen Gold. Und hier noch mehr Titan. So, wir haben schon mal 80 Drachenblut. Das ist genug für einen der beiden Zwerge zum Upgraden. Wir bräuchten aber noch mehr Drachenblut. Da wäre noch ein bisschen Titan. Einen Punkt haben wir schon mal von 3 für die bessere Militärausbildung. Oh ja. Die brauchen jetzt auch wieder eine Leiter. Eine Leiter, habe ich gesagt. Architekt da oben ist fertig. Das heißt, wir können den Tisch hier platzieren. Und du kannst da drin weiterforschen. Gut. Ich nehme mal an, die besseren Holzpflanzen können wir immer noch nicht. Nein, können wir immer noch nicht. Wir können jetzt aber doch mal anfangen, hier mit dem Holz, was wir haben, die Blöcke zu füllen. Ganz langsam. Ich finde, die Säulen sehen cool aus. So, du bist bereit, ein Unsterblicher zu werden.
Ich könnte theoretisch mit dem ganzen Gold, was wir haben, auch Holz kaufen einfach, aber... Nee. Okay, erst das und dann bessere Forscher. Wobei wir die Forscher wahrscheinlich nicht so dringend jetzt mehr brauchen. Das hier sind Werkstische, gell? Ja, die geben nur Holz. Da ist noch etwas Turmalin. Haben wir noch mehr Turmalin irgendwo? Nein, nur Gold. Oh, hier ist noch Titan. Titan nehme ich immer mit. Wie gesagt, das brauchen wir ja. Wie sieht es an den anderen Stellen mit Titan aus? Hier ist eine ganze Titanader. Hier ist noch Eisen. Ja, dich brauchen wir wieder hier unten. Denn wir brauchen neue Trainingspuppen. So. Und die stelle ich noch mal etwas weiter weg. Gut, dann können die alle in Ruhe üben. Wir bräuchten noch 20... Ah, ich hab dich gesehen. Wie ich mich über das Drachenblut da freue. Bergarbeiter schaffen. Ja. Da wäre noch Gold gewesen, aber Gold. Ah doch, Gold können wir gebrauchen. Genauso wie das ganze Titan. Habe ich hübsche Stühle, die ich noch aufstehen könnte? Ich glaube, ich habe normaler Steinstuhl und ich habe Stuhl aus der glorreichen Vergangenheit. Ja, die sehen am besten aus. Die stellen wir doch mal hier auf, solange unser Arbeiter auch noch hier ist. Dann können nämlich da die Leute auch noch die Köchchen halten. So, das Militär ist bei der Arbeit. Da ist noch etwas Turmalin. Leiter kommt jetzt dahin, dass man auch ja in den Gang reinkommt. Wobei ich auch ebenso gut eine Abkürzung graben kann. Nämlich hier lang. Hier wäre auch übrigens noch Titan. Hier ist noch Turmalin. Hier ist auch noch Turmalin.